636 Meisterbriefe wurden jüngst im Rahmen der Meisterfeier durch die Handwerkskammer Koblenz übergeben. Hinter jedem Einzelnen steckt eine persönliche Erfolgsgeschichte. 636-fach durch Handwerkerinnen und Handwerker aus 21 unterschiedlichen Gewerken geschrieben. Die Gesichter und Geschichten hinter diesen Meisterbriefen stellen wir über drei Beispiele vor. Feinwerkmechanikermeister Alexander Gillig, Steinmetz- und Steinbildhauermeister Tobias Mulbach und Doppelmeister Dominik Gärtner, der sowohl als Dachdecker wie auch als Klempner das beste Prüfungsergebnis erreichen konnte. Alle drei erhielten auf der Bühne der Rhein-Mosel-Halle aus Händen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und HWK-Präsident Kurt Krautscheid ihre großen Meisterbriefe. Welche Ziele und Pläne sich damit verbinden, wo sie als Handwerker herkamen und nun hinwollen, beschreiben die drei ganz persönlich. Der 35-Jährige lebt im Westerwald und hat seinerzeit über einen Tag der offenen Tür seinen Ausbildungsbetrieb gefunden. Ich hatte schon als Lehrling so jedes Mal, ja, irgendwann mal macht man, dann braucht es ein bisschen weiter oder so, aber noch nie gedacht, dass ich halt den Meister noch mache, hier in der Firma. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ey. Vom Lehrling zum Gesellen zum Meister. Alles in einem Handwerksbetrieb. Das war der Weg von Alexander Gillig. Das wird ein Pumpengehäuse. Wir fördern aggressive Medien, das sind Säuren, Laugen im Anlagenbau. Da sind auch Stahlpumpen fremd am Platz. Da wird sich die Pumpe auch auflösen. Da sind wir stark tätig. Durch den Kunststoff hat die Säure gar keinen Einfluss auf den Kunststoff. Wir haben 70% Auslandsverkäufe, eher 30% sind im Inland. Die Produkte gehen an Kunden in aller Welt. Die Fertigung ist anspruchsvoll. Denn die Pumpen fördern aggressive Medien wie Säuren. Da muss alles bis auf den Hundertstel Millimeter passen. Zur handwerklichen Arbeit im Unternehmen zählt auch der Einsatz computergesteuerter Präzisionsmaschinen. Ich bin hier Teamleiter. Ich bin verantwortlich für die Maschinen, für die Auftragssteuerung, die Feinplanung, Flexiprogrammierung. Das machen wir alles mit den Teamkollegen zusammen. Verantwortung übernehmen für Mensch und Maschine. Das ist Alltag für den Feinwerkmechanikermeister. Ist das Menschliche auf jeden Fall und das Fachliche sehr wichtig. Also wir machen hier eine Feinplanung an den Maschinen selber. Das wird morgens besprochen, was wir an den Maschinen planen und wird dann tagsüber dann abgearbeitet. Wir haben auch hier eine Geisterschicht. Wir bestücken die Maschine für die Nachtschicht. Das ist mannlose Fertigung. Natürlich auch hat man auch ein schlechtes Gefühl, wenn man nach Hause fährt, wenn man die einschaltet und wirklich da im Bett liegt zu Hause und man nachdenkt, oh, habe ich dann alles so richtig eingespannt, auch richtig so bestückt, wie das sein soll. Da hat man schon manchmal so eine schlaflose Nacht oder so hinter sich. Das kenne ich auch. Und so schreibt Alexander Gillig als jahrgangsbester Feinwerkmechaniker zusammen mit seinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb weiter an der Erfolgsgeschichte des Handwerks, das mit Hochtechnologie, innovativen, patentierten Produkten und dem Meisterbrief auf dem Weltmarkt in der ersten Liga mitspielt. Es macht mich unwahrscheinlich stolz, dass meine Leistungen doch so hoch sind. Mein Ziel war ja, einen guten Abschluss zu machen, aber dass es dann halt doch so für den Jahrgangsbesten war, bin ich auch ganz stolz drauf. Die Verbindung aus Hightech-Bearbeitung, traditionsreichem Handwerk und Familienunternehmen haben auch die Mulbachs aus Bitburg hervorragend hinbekommen. Der 1933 gegründete Steinmetzbetrieb war immer in Meisterhand. Gegründet hat der Urgroßvater ihn, dann der Großvater weitergeführt, jetzt mein Vater und jetzt sind wir halt in der vierten Generation, mein Bruder und ich im kaufmännischen Teil, mein Bruder und ich hier in der Fertigung. Im Logo des Betriebes spielen die historischen Fäuste und Eisen noch die dominante Rolle. Im Alltag ist davon nichts mehr zu sehen. Mit modernsten Bearbeitungsmaschinen wird hier Stein in Form gebracht. Wir sind sehr vielseitig aufgestellt, machen halt vom traditionellen Grabmal bis halt zur modernen Küchenarbeitsplatte oder halt auch Badgestaltung machen wir eigentlich alles. Also wir haben aktiv, wie gesagt, im Grabmalbereich, dann
von der Innentreppe über die Außentreppe, Fensterbänke innen, außen, die Badgestaltung, auch mittlerweile mit Großkeramikformaten oder Quarzkompositen, also nicht nur die Natursteine, und bis zur Küchenarbeitsplatte, also Terrassenplatten, also ein sehr großer Bereich. Zusammen mit seinem Bruder wird der 22-jährige Jahrgangsbeste Steinmetzen und Steinbildhauermeister Tobias Muhlbach den Betrieb weiterführen. Ich sehe die Zukunft vom Steinmetz eigentlich darin, dass wir sehr individuell auf die Kundenwünsche eingehen können und halt auch mit handwerklicher Gestaltung da sehr viel Wert dem jeweiligen Stück geben können. Und so sieht der Beste der Besten aus. Er ist Dachdecker und kommt aus Bayern. Dominik Günther Gärtner ist 26 Jahre alt und lebt in Dillingen an der Donau. Der frischgebackene Meister arbeitet im 1966 vom Opa gegründeten Familienbetrieb. Wir sind hauptsächlich in der Altbausanierung im Bereich Abdichtung. Das ist eigentlich so das Hauptgeschäft, was wir machen. Der Beruf bei Wind und Wetter unter freiem Himmel reizt ihn und so war klar, die Meistergeschichte im Familienbetrieb muss fortgesetzt werden. Dafür nahm der Bayer weite Wege auf sich, denn die Meisterschule ist in Mayen zu Hause. Es geht alles, wohin will ihr da einen Weg? Klar ist da viel Zeit kaputt auf der Fahrt, aber schafft man alles irgendwie. Bringt man unter einen Hut. Ist sicherlich stressig, gerade am Schluss hin zur Prüfung. Wenn man dann doch hinfragen soll und lernen und Frau daheim und ja, aber ist machbar. Nach erfolgter Dachdeckerprüfung schloss sich ein zweiter Meisterkurs direkt an. Klempner, ja, bei uns Spengler, hat sich so anboten, finde ich auch einen relativ schönen Beruf. Dann hat sich das wirklich so anboten, dass ich den gleich noch mit hinten hinhänge. Eben dann auch in Main oben, weil gleiche Lehrer, gleiche Schulgebäude, man kennt sich gegenseitig schon ein bisschen, man weiß, wie der andere tickt. So kehrte Dominik Gärtner als Doppelmeister aus dem Rheinland zurück ins Bayerische und schreibt nun die Geschichte des 1966 vom Opa gegründeten Familienbetriebs weiter. Dass er es als Bester eines gesamten Meisterjahrganges tut, konnte er zu Beginn der Mission Meisterbrief nicht erwarten. Die Motive, den Meisterbrief zu machen, waren handfest. Welche Motive? Es war eigentlich mehr so, wenn nicht jetzt, wann dann? Und eben auch im Hintergrund, immer im Kopf, der Betrieb daheim, dass man den weiterführen kann. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das gilt auch für den Besten der Besten, der auch schwierige Stunden auf dem Weg zur handwerklichen Krone erlebte. Zwischendurch sind halt doch einige Situationen dabei, wo man denkt, lieber Gott, hätte ich es noch nicht gemacht und wie wird das am Schluss und wie soll man das alles schaffen, aber es ist machbar. Sagen wir mal so, Mut zur Lücke und Glück. Ja, mei, mit dem Schiefer ist halt bei uns ein wenig das Problem, gibt es bei uns in der Region nicht, wo ich herkomme. Da tue ich mich da drüben natürlich halt schon hart. Umso erfreuter war der Mann vom Dach über das Ergebnis, auch wenn es überraschend kam. Wenn dann der Anruf kommt und man ahnt eigentlich von nichts und dann sagen die da am Telefon, Glückwunsch, Herr Gärtner, würden Sie gern einladen, hat man schon ein Lächeln im Gesicht, ja. Alles Gute für eine meisterhafte Zukunft.